Vielen Dank, Professor Huber, für diesen doch so wichtigen Vortrag in einer Zeit, Sie sprachen es gerade an, wo die Datenflut uns zu überrollen droht, das Wertesystem, das Koordinatensystem, die Matrix, in der man sich bewegt, eine sehr volatile zu werden scheint und man nach Orientierung sucht und an Stellen sucht, die man auch vielleicht manchmal als schwierig einschätzt, aber es gibt einfache Wahrheiten, die einem dann angeboten werden, aber es gibt schwierige Wahrheiten, die man sich erarbeiten muss. Und ich denke, das ist etwas, was man gerade im universitären Bereich nicht vernachlässigen darf und sollte. Und Ihr letzter Satz, dass wir auch in allen Fächern, nicht nur in den Theologien, uns mit Ethik stärker beschäftigen. Ich gucke Herrn Nagel an, den ich eben nicht begrüßt hatte. Natürlich in der Medizin ein ganz wichtiger Punkt, wo man sich auch jemand deutlich macht in der Republik und darüber und es einfordert, darüber nachzudenken. Also das finde ich ein sehr universitäres Proprium, dass wir das hier auch betreiben. Und ich würde diesen Hinweis auch gerne aufnehmen und auch mit unserer Universität nochmal diskutieren, inwieweit dieser Anspruch an die Volkswirtschaften gerade gestellt, wo sie doch so gefehlt haben und die Zukunft nicht richtig vorausgesagt haben, die ethischen Belange nicht berücksichtigt haben, inwieweit man das mit berücksichtigen kann, stärker. Also, vielen Dank erstmal dafür, für Ihren brillanten Vortrag. Es werden sich sicherlich Fragen dazu ergeben. Wir hatten eben, wenn ich mit einer als Einstieg vielleicht beginnen darf, bei dem Pressegespräch eben, eine junge Reporterin fragte sie dann, also sie wird das trotzdem nicht so richtig einsehen, ich war glaube ich 23, und dass sie jetzt für diese ganzen Generationen auch mitzahlen sollte, wo doch ihre Zukunft jetzt auch so unsicher wäre. Von ihren Eltern mit der Pension, der Rente, das wäre ja alles noch relativ klar, aber sie würde sich einer sehr, sehr schwierigen Zukunft gegenübersehen, keine Sicherheiten haben. Und warum sollte sie dann jetzt Tausende von Generationen die Ewigkeitslasten, Sie sprachen es auch an, warum soll sie dafür gerade stehen? Was antwortet man in solchen Fällen? Also das war in der Tat ein spannendes Gespräch und ich glaube, es ist auch ein großes Gesprächsthema in einer Universität, denn die Fragestellerin repräsentierte genau die Generation der jetzt Studierenden und sie signalisierte eine Haltung, die sie aber sozusagen gesprächsweise öffnete, die miteinander verbindet Zukunftsangst und Rückzug in überschaubare Privatheit. Das war, glaube ich, die Botschaft, die sie als eine Generationshaltung persönlich da auch zum Ausdruck gebracht hat. Ich will damit gar nicht sagen, dass das für eine Generation kennzeichnend ist, aber dass es eine solche Haltung in dieser Generation gibt, ist ja auch nachvollziehbar, weil wir in Deutschland übrigens aus mehreren Gründen in einer Phase sind, in der die nicht gerade von großer Zuversicht und Zukunftsgewissheit geprägt ist. Mir geht dabei immer die Äußerung von Hans-Jochen Vogel durch den Kopf, der allen, mit denen er zu tun bekommt, die kleinmütig in die Zukunft schauen, einen kurzen Text schickt, in dem er schildert, wie es war, als er Anfang Mai 1945 in einem Kriegsgefangenenlager war. Und er stellt sich vor, es wäre in dieser Situation jemand zu ihnen gekommen und hätte gesagt, seid nicht so ängstlich, in 4 Jahren wird eine demokratische Verfassung für dieses Land verabschiedet und in Kraft gesetzt. Und dieses Land wird auch wirklich eine Demokratie sein. Wenige Jahre später wird sich in diesem Land ein Wirtschaftswunder ereignen, das allen auch ermöglicht, die politische Freiheit mit wirtschaftlicher Gestaltungsmöglichkeit und individueller Reisemöglichkeit mit Zukunftsgewissheit zu verbinden. Man wird unter der Teilung Deutschlands leiden, aber nach 40 Jahren
wird diese durch den Deutschen Krieg verursachte Teilung auch überwunden sein und es wird möglich sein, in Einheit, in Freiheit, in Frieden zu leben. Wenn der gekommen wäre und uns das Anfang Mai 1945 gesagt hätte, hätte es vielleicht passieren können, dass wir ihn weggeschickt hätten, weil wir das für blanken Unsinn gehalten hätten. Aber das genau ist das Erleben unserer Generation. Und wenn man das im Rücken hat, kann man eigentlich nicht kleinmütig auf die Zukunft zugehen. Das habe ich versucht, der 23-Jährigen weiterzugeben, weil mich dieser Text von Hans-Jochen Vogel so beeindruckt hat, ja, und nicht mit dem Kriegsgefangenenlager, aber kurz danach ja auch meine eigene Lebensgeschichte und Biografie auch einbezieht. Als Christen haben wir zudem eine Gewissheit im Rücken, die uns dazu führt, dass unsere Hoffnung stärker ist als unsere Angst. Dass wir Gottvertrauen wichtiger nehmen als Ängstlichkeit. Und diese Verbindung zwischen einer Glaubensgewissheit und einer historischen Erfahrung kann dazu veranlassen, nicht so kleinmütig auf die Zukunft zuzugehen, sehr wohl wissend, dass sie ihre eigenen Schwierigkeiten enthält. Und das kann auch dabei helfen, dass wir nicht durch den Rückzug von den gemeinsamen Angelegenheiten genau die Entwicklungen befördern, die wir überhaupt nicht wollen. Denn ohne aktive Beteiligung vieler, vieler Menschen an der öffentlichen Debatte wie am praktischen Engagement an der einen oder anderen Stelle, also ohne, wie heute das Schlagwort dazu heißt, eine lebendige Zivilgesellschaft, wird auch die Politik die großen Aufgaben, vor denen wir stehen, nicht meistern können. Ich glaube bloß, es gibt schlechterdings keine Legitimation dafür, sich im Sessel zurückzulehnen und gleichzeitig Politikverdrossenheit zu praktizieren. Dann muss redlicherweise man über sich selber verdrossen sein, weil man so verdrossen ist. Sehr schön gesagt. Und ich verstehe es auch nicht wirklich. The German Angst. Das ist ein Wort, was sich wirklich in der Welt verbreitet hat. In einem Land, das so sicher ist und so wohlhabend ist, dass sich The German Angst so manifestiert und ein Land, was es absolut nicht braucht, ein Land der Misanthropen letztendlich geworden ist und im Vergleich zu anderen Ländern man das kaum rechtfertigen kann, dass sich solche Haltungen dann auch bei der jungen Generation, irgendwo haben wir als Eltern vielleicht doch was falsch gemacht, ich weiß es auch nicht. Aber darf ich da einen kleinen Einwurf noch machen? Der heißt einfach, das lässt sich ja bei der Übernahme von deutschen Fremdwörtern auch nicht so gut machen, aber wir unter uns sollten konsequent zwischen Angst und Furcht unterscheiden. Und German Angst sollten wir den Abschied nehmen. Aber die Furcht vor konkreten Fehlentwicklungen sollten wir als seismografischen Indikator dafür, wo wir dringend etwas besser machen müssen, ernst nehmen. Insofern glaube ich, dass Hans Jonas, den ich vorhin kurz zitiert habe, doch recht hatte, indem er gesagt hat, benutzt die Heuristik der Furcht, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten weiter, benutzt die Heuristik der Furcht, damit die Hoffnung größere Chancen hat. Die Aufgabe würde ich schon stellen. Und insofern nicht alles, was sich politisch geändert hat, weil das, was die anderen German Angst nennen, im Spiel war, nicht alles, was sich da politisch geändert hat, war unbedingt schlecht. Manche Sachen vermeiden wir vielleicht tatsächlich und sogar hoffentlich. Ganz kurz in Richtung der Geisteswissenschaftler. Sie sehen, dass in der Semantik bei der Erklärung von Furcht und Angst, dass auch die Studierenden da, was den präzisen Gebrauch der deutschen Sprache angeht, durchaus auch hier noch etwas lernen dürfen.
Wir möchten jetzt aber gerne Ihre Fragen auch hören. Und wir haben links und rechts und auch oben Mikrofone mit Helfern bereit, wenn Sie sich melden, so ich Sie dann sehe. Und werde ich versuchen, das halbwegs gerecht links, rechts, oben Sie zu Wort kommen zu lassen. Ich fange jetzt einfach mal hinten links an, ganz außen links. Ja, schönen guten Abend. Daniel Lukas, Geschichte oder Quatsch, Germanistik und Philosophie. Wenn wir schon bei der Genauigkeit sind, dann zwei kleine Sätze vorweg vor meiner Frage. Zum einen eine Methodensache, wenn wir empirische Forschungsergebnisse haben, die deskriptiv sind und Sie diese aufgrund dessen kritisieren, was sie normativ bedeuten könnten, da machen Sie natürlich einen massiven Methodenfehler. Es ist sehr schade, dass er Ihnen nicht aufgefallen ist. Da hätte man dann auch sich vielleicht ein wenig mehr Genauigkeit gewünscht. Das Gleiche beim Altruismus. Die überhaupt Vorstellung, dass wir nicht altruistisch handeln können, kommt ja eigentlich von etwas, nämlich das ist ein Diesseits- und eine Jenseitsvorstellung. Das gute Handeln im Diesseits wird ja deswegen getätigt, weil wir eine Jenseitsvorstellung haben. Also das heißt, die Abkehr vom Altruismus kommt ja eigentlich auch erst durch das Christentum überhaupt. Zu der Frage, Sie haben ja recht viele Fehler, auch wie ich denke, Probleme sehr genau analysiert, die inzwischen aber auch Allgemeinplätze sind. Bezüglich dieser ganzen Probleme, die Sie genannt haben, da Sie auch an höchster Stelle im Ethikrat sitzen, ich meine Frage, ob Sie konkrete Vorschläge dafür hätten, wie man denn besser in der Politik und in der Wirtschaft handeln könnte, um genau diese Problemfelder dann auch konkret anzugehen, die Sie, wie ich gerade sagte, sehr richtig analysiert haben. Vielen Dank, Herr Lukas. Also ich bin ein bisschen am Zögern, weil ich dachte, ich hätte gerade deutlich gemacht, dass es ein naturalistischer Fehlschluss ist, von deskriptiven Beschreibungen auf normative Folgerungen zu schließen. Was Sie mir vorhalten, ist genau das, was ich kritisiert habe. So jedenfalls habe ich selber mich verstanden und habe versucht, mich auch auszudrücken. Das andere, dass die grundsätzlichen Überlegungen, die ich zu dieser doppelten Perspektive auf das Generationenverhältnis angestellt habe, dass die schon Gemeingut, ja sogar Gemeinplatz ist. Das freue ich mich, dass das bei Ihnen offenbar so ist und ich bei Ihnen offene Türen eingerannt habe. Meine Lektüre bestätigt im Übrigen nicht, dass das ganz der Fall ist. Und ich habe in der Tat heute mir vorgenommen, dieses Thema als solches zu behandeln und nicht meine Vorschläge zu einem bestimmten Politikfeld vorgetragen. Das würde erfordern, dass man dann differierende Lösungen miteinander vergleicht und nicht den Anschein erweckt, dass sich aus einer ethischen Überlegung in jedem Einzelfall zwingend auch nur eine praktische Lösung ergibt. Der pragmatische Gebrauch der Vernunft ist nämlich etwas anderes als der ethische oder moralische Gebrauch der Vernunft. Und die Meinung, dass sich praktische Lösungen einfach deduzieren ließen aus den ethischen Überlegungen, ist genauso falsch wie die andere Meinung, dass alle möglichen Lösungen ethisch gleichwertig wären. Der Deutsche Ethikrat, auf den Sie sich mit Ihrer Frage noch bezogen haben, beschränkt ja nach seiner Arbeit zugrunde liegenden Gesetz seine Arbeit auf Fragen, die durch die Entwicklung der modernen Lebenswissenschaften entstehen. Das hat mich geradezu dazu veranlasst, mal beiläufig vorzuschlagen, es müsste einen vergleichbaren Ethikrat auch zu den Herausforderungen geben, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Zeit zusammenhängen. Diesen Ethikrat gibt es noch nicht. Insofern kann ich Ihnen auch aus Arbeiten des Ethikrats zu diesem Thema leider nichts berichten. Ich wäre froh, wenn es das schon gäbe. Vielen Dank.
Jetzt hat sich die Politik zu Wort gemeldet, beziehungsweise die Politikwissenschaft, Herr Görres. Achim Görres, hallo, Professor für Politikwissenschaft hier in Duisburg-Essen. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Eine Frage. Sie haben im Prinzip uns ja gesagt, wir müssen in Bezug auf zukünftige Generationen starken Altruismus zeigen, ja, ohne Reziprozität, ja, vorausdenkend geben. Wie können wir das schaffen, wenn wir schon Probleme haben, das mit unseren Mitmenschen zu machen, die gleichzeitig mit uns leben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, es gibt empirische Studien, die zeigen, dass starker Altruismus, also ohne Reziprozität, mit Einkommen zusammenhängt. Menschen mit höherem Einkommen haben eher die Eigenschaft, stark altruistisch zu sein. Das heißt also, Altruismus ist ein Luxusgut. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen mit einer Gesellschaft wie der unseren, wo Arm und Reich immer stärker auseinanderdriften, wie können wir dann normativ jemandem sagen, dem es nicht gut geht, hey, du musst auch noch altruistisch sein? Gut, das bringt, vielen Dank für die Frage, auch deswegen, weil ich vorher das Stichwort Altruismus übersprungen hatte, weil da die Bemerkung gefallen ist, dass das Christentum den Altruismus abgeschafft habe. Das hat mich irgendwie auch verblüfft, es sei denn, man erinnert sich daran, und dann hat dieser Hinweis einen sehr guten Sinn, dass das sogenannte Doppelgebot der Liebe im Munde Jesu in Wahrheit ein Dreifachgebot der Liebe ist, weil es nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten mit der Liebe zu sich selbst verbindet. Es hat von daher einen Akzent, der Sorge des Menschen um sich selbst einen positiven und konstruktiven Ort gibt. Das ist für mich als Theologen der Grund dafür, warum ich mich über die zwischendurch spontan eingefügte Geschichte über den Altruismus geärgert habe, weil sie einer falschen Auslegungstradition des Gebots der Nächstenliebe folgt, als ob Nächstenliebe mit vollständiger Selbstlosigkeit, ja Selbstverleugnung gepaart sein müsse. Das ist in der christlichen Tradition, wie dieser Ansatzpunkt zeigt, nicht der Fall. Sodass die Berücksichtigung der eigenen Situation nicht nur dadurch zustande kommt, dass man auf reziprokes Verhalten des anderen hofft, sondern weil man auch unabhängig von dieser Reziprozität auf die Bedingungen des eigenen Lebens genauso achtet wie auf die Bedingungen des Lebens des anderen. Das ist nächster Schritt, auch der Ansatzpunkt dafür, dass es keine gute Interpretation des christlichen Nächstenliebegebots ist und von daher auch keine gute Interpretation eines starken Altruismus, wenn man sie so interpretiert, dass hoffnungslose Selbstüberforderung das einzige Resultat ist. Es ist deshalb richtig, einen starken Altruismus zuallererst von denen zu erwarten, die ihn sich auch leisten können. Und wir wären ja auch einen erheblichen Schritt weiter, wenn wir von denjenigen in unserer eigenen Gesellschaft einen starken Altruismus erwarten könnten, die sich diesen Altruismus leisten können. Für vollkommen verkehrt halte ich es auch, ersatzweise den blanken Egoismus als Lebensprinzip vorexerziert, vor allem in den stärkeren Regionen der Gesellschaft, unbeschadet laufen zu lassen und ersatzweise die Schwachen zum Altruismus aufzufordern. Das ist in der Tat keine Lösung. Und deswegen, das führt
ein bisschen in ein anderes Gelände, das aber für diese Frage jetzt doch zentral ist, bin ich der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, das, was wir die Funktionseliten der Gesellschaft nennen, diese Personenkreis in ihrer Verantwortung ernst zu nehmen und anzusprechen und sie als Verantwortungseliten in Anspruch zu nehmen und nicht nur als Funktions- oder Machteliten. Das ist für mich ein zentrales Thema, das genau in diesen Zusammenhang gehört und das dann natürlich auch einschließen muss, die Frage, wie wir mit dem immer weiter auseinanderdriftenden Verhältnis zwischen Reichtum und Armut in unserer Gesellschaft umgehen. Okay, vielen Dank. Frau Klammer. Ja, im Grunde wollte ich noch mal an einem ähnlichen Punkt ansetzen. Also ich war selber Mitglied hier mehrere Jahre im Rat für nachhaltige Entwicklung, der ja auch die Bundesregierung berät und war auf vielen Veranstaltungen genau vor dieser Frage, wie bekommen wir vor allem die junge Generation dazu, das zu sehen, die soziale Nachhaltigkeit und sich da zu engagieren. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, an dem Sie vorbeigekommen sind, die Frage, gibt es eigentlich einen Altruismus oder wie kann man Egoismus gestalten, dass er mit altruistischen Zielen einhergeht? Und ich würde mal jetzt die überspitzte These wagen, es gibt keinen Altruismus, sondern wir haben unterschiedliche Bedürfnisstrukturen und das Ziel muss es sein, die nachwachsende Generation so heranzuziehen, ihnen Werte zu vermitteln, dass das, es nützt nicht, sie abstrakt mit dem kategorischen Imperativ und kann zu beschäftigen, sondern es muss meiner Bedürfnisstruktur entsprechen, dass ich mich so verhalte, dass ich auch einen persönlichen Nutzen daraus ziehe, über die direkte Reziprozität hinaus, dass ich etwas tue für andere. Wir sehen das im Buddhismus, wo der Bettelmönch mir die Gelegenheit gibt, Gutes zu tun und nicht etwa andersrum. Und ist es nicht vor diesem Hintergrund, das wäre die Frage, vor allem eine Auftrag an die Wertevermittlung, dass Menschen so aufwachsen, dass sie daraus eben ihre Bedürfnisbefriedigung vor allem ziehen können, so zu agieren, dass sie hier was Gutes tun, auch für nachwachsende Generationen. Frau Klammer, ich höre Ihre Frage insofern ein bisschen spannungsvoll, als Sie einerseits sagen, es gibt keinen Altruismus, sondern die Menschen folgen ihrer Bedürfnisstruktur, aber andererseits deutlich machen, die Bedürfnisstruktur der Menschen ist nicht etwas natural Vorgegebenes, sondern entwickelt sich geschichtlich, vor allem lebensgeschichtlich, aber auch in der kollektiven Geschichte. Die heutige Bedürfnisstruktur ist aus vielen Gründen nicht mehr dieselbe wie vor 100 Jahren. Und ich hänge meinerseits überhaupt nicht an dem Begriff Altruismus. Ich habe ihn eingeführt in dem Augenblick, in dem ich eine bestimmte Diskussionslinie charakterisiert habe. Der Begriff des Altruismus ist für mich in der theologischen Ethik überhaupt kein tragender Begriff, sondern es ist viel tragender der Begriff der verantworteten Freiheit für mich als Grundbegriff einer theologisch geprägten Ethik. Und die Frage der verantworteten Freiheit heißt, wie ich meine Vorstellung davon, was für mich selber gelingendes Leben ist, damit verbinde, dass ich auch das Gelingen des Lebens anderer im Blick habe und eine Situation überwinde, in der das eine gegen das andere ausgespielt wird. Und dafür, das ist nun das Altmodischste, was ich in meinem ganzen Denken an dieser Stelle leider anbieten muss, dabei gibt es nichts Wichtigeres, als dass Menschen bei ihrem Aufwachsen anderen Menschen begegnen, die diese Verbindung glaubwürdig vorleben. Das heißt, wir kommen auf das Problem, dass Wertebildung eben nicht nur, das ist vollkommen richtig, durch das Lernen richtiger Formeln passiert, sondern durch das Erleben richtiger Vorbilder. Das macht den kategorischen Imperativ. Es macht den kategorischen Imperativ weder in der Fassung von Kant noch in derjenigen von Jonas überflüssig, weil zum Gelingen des Lebens auch je nach Begabung ein Stück Reflexion gehört, aber
die ethischen Haltungen, für deren Reflexion dann auch theologische und philosophische Ethik hilfreich sind, die ethischen Haltungen werden auf andere Weise geprägt, und das müssen wir mit viel mehr Aufmerksamkeit sehen, und wir müssen deswegen über Vorbilder, über Peergroups, über derartige Fragen ganz anders nachdenken, als wir das häufig tun. Und noch einmal muss ich sagen, die Familie gehört halt auch dazu. Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich eine Frage hier. Ja, bitte, meine Dame. Ich möchte unter anderem doch um weniger Fremdwörter bitten. Aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Akzeptanz von Kindern, von der nächsten Generation, nicht nur allein am Geld, wir sollen das nicht nur am Geld festmachen, wir müssen diesen Kindern auch Raum geben. Es gibt viel mehr Parkplätze, Parkhäuser als Kinderspielplätze und Bolzplätze. Das hat was mit der Haltung der Kinder gegenüber zu tun, die sich eigentlich ja frei entfalten sollten, können, müssen. Also es... Können Sie Ihre Frage noch mal etwas präzisieren? Ja, ich glaube, es ist gar keine Frage. Ich möchte nur bewusst machen, dass man dem Auto und dem Verkehr und der Technik mehr Raum gibt als dem Freiheitsbedürfnis und Spielbedürfnis der Kinder. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Das Zweite ist... Wenn Sie eine Frage haben, nutzen Sie die Gelegenheit, Herrn Huber etwas zu fragen. Nein. Das Zweite ist, Luther hat ja ein Bäumchen gepflanzt, auch wenn morgen die Welt unterginge. Und so wünsche ich mir die Christen, besonders die jungen Christen. Wir kriegen Kinder, egal was kommt. Also so, das hört sich jetzt zu gleichgültig an. Nein, trotz der Zukunft, die im Moment nicht so rosig aussieht. Wir kriegen Kinder. Und ich bewundere die jungen Eltern und die jungen Menschen, die trotz dem, dass es so mies aussieht, Kinder bekommen. Und da habe ich ganz, ganz viel Respekt vor. So, das war's. Dankeschön. Gut. Okay, vielen Dank für Ihre sehr persönliche Sicht der Dinge. Ich glaube aber trotzdem, was die miesen Zukunftsaussichten angeht, wir leben in der besten aller Welten, nämlich in der einzigen, die wir jetzt haben. Und deswegen, die Misanthropie will ich aber jetzt nicht zum Thema machen. Möchten Sie etwas dazu sagen? Ja, nur eine kleine Bemerkung. Also herzlichen Dank für den Schluss dessen, was Sie gesagt haben, auch im Blick auf die Frage nach der Zukunft von Kindern in unserer Gesellschaft, ist viel besser als das Jammern, das Achten auf diejenigen Beispiele von jungen Familien, die auch im Verhältnis zu meiner Generation vieles wesentlich überzeugender machen, als wir es gemacht haben, die anders umgehen mit der gleichmäßigen Beteiligung von Männern und Frauen an den Aufgaben, die mit dem Aufwachsen von Kindern verbunden sind, die viel achtsamer damit umgehen, die biografische Entwicklung beider Elternteile auch langfristig im Blick zu haben und auf dieser Basis sich für Kinder entschließen. Umso mehr ärgere ich mich, und nur deswegen habe ich das gesagt, dass wir noch heute in unserer deutschen Gesellschaft Beispiele dafür sammeln können. Und eine Zeit lang habe ich es gemacht, bis es mir zum Hals raushing, wo jungen Vätern, die sagen, sie wollten Elternzeit nehmen, vom Personalverantwortlichen gesagt wird, das werden sie noch bereuen. Wo Mitarbeiter, die Kindersitze im Auto haben, aufgefordert werden, dieses Auto doch besser hinter die Firma zu stellen als vor die Firma. Wo hervorragende Rechtsanwältinnen die Rechtsanwaltsfirma wieder verlassen, weil sie in Arbeitsverhältnisse gezwungen werden, die mit der Verantwortung für Familie überhaupt nicht vereinbar sind. Das Beispiel mit dem privaten Hobby war nur die Spitze eines Eisbergs
von Zorn, den ich an dieser Stelle wirklich habe, weil denjenigen, die das in einer vorbildlichen Weise machen, damit einfach Ungerechtigkeit widerfährt. Und das Verhältnis vom Vorrang des Autos vor dem spielenden Kind, was ist in dieser Hinsicht und in dieser Denkweise eine Verdeutlichung? Eine kleine Bemerkung habe ich zu dem Luther-Zitat. Ich will Sie nicht enttäuschen. Mit dem Hinweis, dass das das am besten erfundene Zitat von Martin Luther ist. Die Haltung, die aus dem Zitat spricht, ist natürlich ganz und gar Luther, nämlich eine Zuversicht über die Begrenztheit unseres Lebens und unserer Möglichkeiten hinaus. Aber Martin Luther hätte nie vom Untergang der Welt gesprochen, weil er das Kommen des Reiches Gottes erwartet hat. Und an dieser Stelle können Sie leicht sehen, warum das Zitat nicht von Martin Luther stammen kann. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Ich erlaube mir aber auch an diesem Punkt ein Wort in eigener Sache. Unsere Universität ist so konstruiert, dass man nicht die Autos mit dem Kindersitz hinter dem Rektorat parken muss. Wir haben viele Kinder, also Einrichtungen jetzt geschaffen, um unseren Jüngsten auch einen Aufenthalt an der Universität mit den Eltern zu ermöglichen. Und das Audit der familiengerechten Hochschule haben wir auch erfolgreich hinter uns gebracht. Also deswegen, hier ist die Welt eine andere, denke ich schon. Und jetzt aber zu den weiteren Fragen. Sie hatten noch eine. Ich habe Sie da hinten nicht vergessen. Nicht? Also der intellektuelle Resonanzboden der Senatsmitglieder der Studierenden kommt zur Geltung. Ganz bestimmt gleich noch. Bitte. Uldis Weide ist mein Name. Herr Professor Huber, Sie haben hier großen Beifall bekommen für Ihre Gedanken und für Ihre Forderungen in Bezug auf die nachfolgenden Generationen, für die wir Verantwortung tragen. Sie sind in vielen anderen Rollen mit maßgebenden Politikern zusammen, Regierungsmitgliedern, sind Ratgeber in verschiedenen Institutionen und Bereichen hier. Wie kommen denn Ihre Forderungen dort an? Ist man dort schwerhörig, ist man unfähig oder unwillig? Wenn ich das national sehe in Bezug auf diese Schuldenproblematik, die Sie ja hinreichend angesprochen haben, aber auch international bezogen auf diese Klimaerwärmung, dass wir schon fast weg sind von diesem Ziel 2 Grad, jetzt reden wir schon von 3 Grad oder von 4 Grad. Ist man unfähig, unwillig oder was ist es national, international? Also zunächst bitte ich mal, das nicht zu überschätzen, was die Gesprächskontakte überall hin betrifft. Ich mache auch die Erfahrung, dass Gesprächskontakte mit dem jeweiligen Amt, das man innehat, doch eine Menge zu tun haben. Insofern habe ich einen Zeitgewinn in den letzten Jahren auch gehabt, was diese Kontakte betrifft. Aber es gibt sie noch. Ja, ich wollte bloß nicht, dass da irgendwie ein Mythos über die Kontakte von Wolfgang Huber entsteht. Und ich will die Frage, die Sie stellen, konkret im Blick auf die beiden Themen zu beantworten versuchen, die ich ja auch selber mit Absicht herausgehoben habe, auch wenn ich sie nur noch ganz knapp skizziert habe. Beim Thema Staatsschuldenkrise habe ich mir seit mehreren Jahren vorgenommen, bei jedem Gespräch, das ich darüber führe, ausdrücklich zu sagen, was ich heute auch gesagt habe, es kann doch nicht genug sein, wenn man sich einbildet, man habe diese Schuldenkrise dann bewältigt, wenn man die Neuverschuldung zurückgeführt hat. Man muss doch Auskunft darüber geben, was man mit den alten Schulden macht. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe auf diese Frage bei penetranter Wiederholung noch nie eine Antwort bekommen. Weder eine Antwort, die mich nicht befriedigt hätte, oder die Antwort, das wissen wir im Augenblick auch nicht, sondern einfach ein totales Schweigen gegenüber dieser Frage. Es ist mir nicht gelungen, ich übertreibe jetzt nicht, bei einem einzigen Politiker auf diese Frage eine Resonanz zu bekommen. Das könnte mich schwermütig machen, wenn ich dazu eine Neigung hätte. Und ich glaube, es ist umso notwendiger, dass wir auch
jedenfalls als Bürgerinnen und Bürger, dokumentieren, dass uns diese Frage nicht egal ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz praktischer Prüfstein. Ja, das ist jetzt mal ein Thema. Dieses Thema zu artikulieren, kostet nicht besonders viel Geld. Aber es ist eine Artikulationsaufgabe, die wir wegen der Generationen haben, auf deren Rücken das ausgetragen wird. Und dabei meine ich nun gar nicht übernächste Generationen. Ja, und ich bin nun in dem Alter, dass ich nicht nur Kinder, sondern auch Enkel habe. Und die Enkel sind ganz bestimmt die Generation, an der es sozusagen heruntergeht. Das andere Beispiel ist das Klimabeispiel. Da, das ist wie das auch wichtige Beispiel Finanzmarktregulierung ein Beispiel, bei dem die Antwort häufig heißt, das macht nur Sinn im internationalen Verbund und da haben wir eben die großen Blockaden. Ich habe die Kopenhagen-Konferenz zur Klimafrage zufälligerweise in Südafrika erlebt und habe erlebt, mit welchem Triumphgeheul Präsident Zuma zurückkam, nachdem er wesentlich dazu beigetragen hatte, dass in Kopenhagen überhaupt irgendetwas herausgekommen ist, und kann von daher auch verstehen und nachvollziehen, dass Politiker aus Deutschland, die mit guten Absichten und guter Entschlossenheit in eine solche internationale Konferenz hineingegangen sind, dann auch ans Resignieren kommen, weil es ja so ist, dass das nur international geht. Genauso wahr ist allerdings auch die Erfahrung, dass schon längst vor solchen Erlebnissen über die politischen Umsetzungsschwierigkeiten ich wirtschaftliche Gesprächspartner erlebt habe, die von vornherein gesagt haben, ach ja, das 2-Grad-Ziel, vergiss es, die globale Erwärmung kommt sowieso und die richtige Reaktion darauf ist, diejenigen Produkte zu entwickeln, mit deren Hilfe wir uns an die globale Erwärmung anpassen. Also die Anpassung mit deutlichem Vorrang vor der Begrenzung war die Botschaft. Und das ist wieder ein Beispiel, von dem ich zugeben muss, dass es mich hochgradig beunruhigt und wo die Reaktion im Blick auf diejenigen, die ich als Verantwortungselite in Anspruch nehmen will, klar ist, viel deutlicher hätte man diesen Kursschwenk im Bereich der Wirtschaft mit Widerspruch und Widerstand versehen müssen. Man muss es erreichen, dass dieses 2-Grad-Ziel auch von der Wirtschaft mitgetragen und nicht torpediert wird. Das ist genauso wichtig wie die Frage, was politisch bei diesem Thema passiert. Ein sehr schönes Beispiel für ökonomischen Utilitarismus, definitiv. Und das andere, was mit der Schwermütigkeit angeht, Sie hatten ja eben schon gesagt, vielleicht antwortet man Ihnen nicht, weil es vor der nächsten Wahl ist, aber nach der nächsten Wahl ist es wieder vor der nächsten Wahl und deswegen werden wir wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen nach der nächsten Wahl. Bitte, der Kommilitone, hinten links. Danke. Sascha Lücker, Student der Germanistik und in dem Fall auch wirklich Geschichte. Ich wollte noch kurz, Herr Radke, sagen, Sie haben gesagt, wir leben in der besten aller Welten und da wollte ich zu bedenken geben, dass es immer noch eine kapitalistische Welt ist. Die Frage an Herrn Huber ist, Sie haben vorhin kurz den Iran mit den angeblichen Atomwaffen angesprochen und da sehe ich so ein bisschen die Dichotomie, Iran böse, weil es ein islamischer Staat ist und Israel sprechen Sie nicht an, Israel droht schon mit einem Atomkrieg. Und das ist dann gut, weil es ein jüdischer Staat ist. Da möchte ich gerne mal fragen, ob es diese Dichotomien bei Ihnen gibt oder ob ich das nur vielleicht projiziert habe, weil die Mercator-Professur an dieser Universität in den letzten Jahren schon so ein bisschen eine antimuslimische Tendenz gehabt hat. Der letzte Satz scheint irgendwie besonders wichtig gewesen zu sein und ich bin der Einzige, der ihn nicht verstanden hat. Das tut mir irgendwie leid. Können Sie das nochmal sagen, damit ich auch die Reaktion mitvollziehen kann, die das im Saal ausgelöst hat?
Ihre Vorgängerinnen und Vorgängern, sagen wir Frau Schwarzer, sagen wir Frau Kelek oder Herr Scholler-Thur, haben halt Positionen vertreten, die halt antimuslimisch sind bzw. waren. Und man kann natürlich jetzt in ihrer Position, dass der Iran ein böser Staat ist, weil er islamisch ist und dass der jüdische Staat Israel mit den Atomwaffen droht. Wie gesagt, er droht damit, der andere Staat hat sie noch nicht mal. Da wollte ich einfach nur fragen, ob ich das vielleicht da hineinprojiziert habe. Kann ja auch sein, dass ich mich da verhört habe oder so gesehen, einfach nur Sachen sehen oder hören will, die gar nicht da sind. Also ich fange gern mit dem letzten Punkt an. Ich glaube, es gibt keine Verpflichtung, die mit der Übernahme der Mercator-Professur verbunden ist, dass man jede Äußerung eines anderen Mercator-Professors Wort für Wort sich zu eigen macht. Das würde auch voraussetzen, dass man alle Vorlesungen aller Mercator-Professoren gelesen hätte, was nicht der Fall ist. Aber diejenigen der von Ihnen genannten Mercator-Professoren habe ich gelesen. Und ich halte es für einen Kategorienfehler, die kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Entwicklungen im Islam mit dem Etikett antimuslimisch zu versehen. Das ist genauso falsch wie die Position derjenigen, die innerhalb des Islam nicht differenzieren können und deswegen den Islam im Ganzen, in der Gesamtheit seiner Geschichte gleichsetzen mit denjenigen Formen eines islamistischen Fundamentalismus, wie sie sich spezifisch in den letzten 30, 35 Jahren seit der iranischen Revolution entwickelt haben. Spezifische Entwicklungen sind das, die man auch spezifisch wahrnehmen muss. Aber sich wegen des Interesses, das wir alle haben müssen, an einer guten Entwicklung des Verhältnisses zwischen Christen und Muslimen, zwischen Westen und der muslimischen Welt, sich deswegen wegen dieses Interesses verbieten zu lassen, kritische Entwicklungen auch beim Namen zu nennen. Das ist genau diejenige Betrachtungsweise, mit der man nichts besser macht. Und deswegen, bin ich fest davon überzeugt, dass man eine mögliche Entwicklung von Atomwaffen im Iran nicht losgelöst von den Aussagen des noch immer amtierenden iranischen Präsidenten über die Beseitigung des Staats Israel sehen kann. Das ist miteinander verbunden. Und das festzustellen hat nichts zu tun mit einem pauschalen Gutheißen der Politik des Staats Israels, insbesondere seiner Besetzungspolitik und der Art der Grenzziehung zwischen Israel und Palästina. Dass ich das, was ich jetzt gesagt habe, nicht alles auch in einem Vortrag gesagt habe, der ein anderes Thema hatte und wo ich nur in der knappestmöglichen Form darauf hinweisen wollte, dass es zu kurz geschlossen ist, wenn wir das Glück, dass die Blockkonfrontation in Europa an ein Ende gekommen ist, bei der die German-Furcht auch durchaus gute Gründe hatte, dass, wenn das explodiert, dann genau über dem Zentrum, dass dann Deutschland genau das Zentrum bilden würde. Dass das glücklicherweise an uns vorbeigegangen ist, bedeutet nicht, dass die Atomwaffen aufgehört hätten, eine Realität unserer Welt zu sein. Das war die Stoßrichtung dessen, was ich in dem Vortrag gesagt habe. Das habe ich versucht zu veranschaulichen an einer aktuellen Diskussion. Jetzt habe ich dank Ihrer Frage das, was ich damit gemeint habe, ein Stück ausführlicher gesagt. Deswegen vielen Dank für Ihre Frage. Gut, vielen Dank. Ich möchte jetzt, da ich keine weiteren Finger oder Hände oben sehe, die Diskussion schließen. Und ich denke, wir haben Einblick bekommen und ich kann Ihre Studenten beneiden, die Sie früher gehabt haben.
ob ihrer rhetorischen und auch intellektuellen Brillanz und Präsenz. Da haben Sie, glaube ich, kein Deut von verloren, kein Jota. Und es würde sicherlich noch sehr viel Spaß machen, diesen diskursiven Prozess hier weiterzuführen. Aber der oder diejenige, der Interesse hat, hat natürlich im nächsten Monat, übernächsten Monat, Entschuldigung, im Januar dazu die Gelegenheit. Sie haben die Ankündigung gesehen. Das kann fortgesetzt werden, auch unter einem anderen Oberthema. Erstmal jetzt danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie auch in der Diskussion uns gezeigt haben, welches weite Spektrum, intellektuelles Spektrum Sie bedienen und welche wichtige Stimme Sie auch in unserer Republik sind. Vielen Dank.